Seit dem 5. Mai dürfen Zweitwohnbesitzer und Tagestouristen unter bestimmten Voraussetzungen wieder nach Mecklenburg einreisen. Damit hat die Landesregierung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald reagiert. Dieses hat das Einreiseverbot für alle Zweitwohnbesitzer als grundgesetzwidrig eingestuft. Einreisen kann nur, wer entweder vollständig geimpft ist oder nach Genesung einer Covid-19-Erkrankung die erste Impfdosis erhalten hat. Das ist nach 6 Monaten möglich. Außen vor bleiben hier jedoch die Kinder. Denn für die Altersgruppe unter 16 steht noch kein Impfstoff zur Verfügung. Buddeln am Strand ist für Familien mit kleinen Kindern in Mecklenburg-Vorpommern also erst einmal nicht möglich. Auch touristische Übernachtungen sind nach wie vor nicht erlaubt. Die Landesregierung stellte lediglich vorsichtige Öffnungen in ausgewählten Modellregionen in Aussicht. Allerdings wird das Kabinett darüber laut Gesundheitsminister Harry Glawe erst in der Woche vor dem 22. Mai beraten. Bis dahin gilt die Corona-Landesverordnung.